Die Anhaltersche Goethe-Gesellschaft kann auf eine lange Tradition zurückblicken. 1925 von Fritz Hesse und Hugo Junkers mitbegründet, wurde sie später aufgelöst. Erster Kulturbund Dessau-Wörlitz rief sie wieder ins Leben. Vor 2 Jahren kam man zu dem Schluss, dass eine eigenständige Anhaltersche Goethe-Gesellschaft mehr erreichen könne. 2 Jahre nach der Gründung hat sich die Mitgliederzahl bereits verdoppelt. Derzeit sind es 25. Gegenwärtig scheint die Zahl der Freunde unserer Gesellschaft deutlich größer zu sein als die Zahl der Mitglieder. Also das ist für uns eine Verpflichtung für die Zukunft. In der Vergangenheit hat der Verein zu zahlreichen gut besuchten Vorträgen eingeladen, allesamt kostenlos und das, obwohl Honorare ausgegeben wurden. Zum Ausklang des Jahres 2010 haben wir einen neuen Veranstaltungsort gewählt, das Foyer des Anhaltischen Theaters. Am 13. November wollen wir Frau Dr. Sigrid Damm empfangen und hören, wenn sie liest aus ihrem Buch Goethes letzte Reise. Und während am 13. November auf Goethes Leben zurückgeblickt wird, stellt die Goethe-Gesellschaft ihr Programm für 2011 vor. Mit 5 ausgewählten Höhepunkten, doch zunächst wird ins Anhaltische Theater geladen.